Hallo liebe Stadionfreunde, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Stadionvlog. Diesmal nicht mit Musti zur Begrüßung, sondern mit mir, Onel. Ich nehme euch mal mit auf eine kleine Reise. Eine Sekunde. Musti! Ja, was machst du da? Wir gucken hier gerade deine 96-Aktion an, deine Story. Dann lass mal die Story sein, nimm mal die Kamera. Ich zeige euch mal drin die Aktion. Let's go. Alles klar. Dann kommt mal mit. Also ihr Lieben, an allen Spieltagen zu Hause bei uns im Niedersachsenstadion haben wir eine Aktion für euch. Ihr kommt zu uns, ihr esst bei uns und zu allen Gerichten, die ihr bestellt, bekommt ihr kostenlos ein Getränk aus unserem Kühlschrank nach eurer Wahl dazu. Das Ganze geht aber noch mal ein bisschen weiter. Nach dem Spiel, wenn unsere Roten das Spiel gewonnen haben, könnt ihr wieder vorbeikommen. Das Getränk kriegt ihr trotzdem und on top kriegt ihr ein Baklava zu eurem Gericht obendrauf. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst irgendwas von 96 dabei haben. Das heißt, ein Schal, ein Trikot, T-Shirt, Mütze, ist es egal was, Dauerkarte, Eintrittskarte, ein Tattoo, was ihr möchtet, das ist euch überlassen. Wir wollen 96 und Hannover, wir wollen das Ganze verbinden und dementsprechend diese Aktion bei allen Heimspielen ein Leben lang. Ja. Schön und gut, aber ich frage mich noch eine Sache. Man kann eigentlich essen. Ich wusste, dass das kommt. Setzt euch hin, Essen kommt. Hier sehen wir nochmal die U23, die letzte Saison aufgestiegen sind in die dritte Liga. An dieser Stelle Grüße gehen raus an Müstier, Adrian Hussein, der jetzt bei den Profis spielt. Oder ohne? Stark, ne? Vielleicht spielt er auch heute, oder? Ja. Hoffentlich. Ein unterschriebenes Trikot und ohne, was ist das denn hier? Das ist eine gute Frage. Hab ich nicht gemacht. Könnte aber eventuell das Toilett sein vom Aufstieg. Könnte sein. Ich weiß nicht, ich bin mir da nicht sicher. Nee. Das ist heute eine Premiere für mich. Ich war noch nie vor der Theke bei einem Dönerladen. Heute ist es soweit. Für dich, Bruder, jetzt? Für mich nur ein bisschen scharfe Soße. Nur scharf? Ja. Man merkt, du bist Türke. Wer mir nicht bleibt, ist zum Essen. Salat bei dir? Alles außer Zwiebeln. Man merkt, du bist doch kein ganzer Fett. So wie ich, ich hätte auch keine Zwiebeln. Dankeschön. Lasst euch schmecken. Danke. Ja, Nils, dann würde ich mal sagen, guten Appetit. Guten Appetit. Ganz nebenbei, ich esse ja noch den Döner, bevor der zu Ende ist, gebe ich mein Feedback ab. Also es schmeckt mir richtig sehr gut. Ich sag das nicht nur, weil ich ihn kenne, weil er neben mir sitzt und mich nachher vielleicht bedroht. Schmeckt wirklich gut. So die jetzt. Aber du hast deinen noch nicht probiert. Ich bin gespannt. Ich kann mich dir nur anschließen. Hervorragender Döner. Hört man doch gerne. Gut. Hört man doch gerne. Also wir essen hier jetzt auf und es ist nicht mehr viel, bis das Spiel anfängt und dann machen wir uns auf den Weg zum Stadion. Also bis nachher. Mittlerweile sind wir durch die Kontrolle und Mittlerweile sind wir durch die Kontrolle. Die Pyros hast du gut versteckt? Ja, sicher. Man wurde ja wieder äußerst gründlich. Auf jeden Fall sehr gründlich durchsucht und machen uns jetzt auf den Weg. Ich bin übrigens das erste Mal bei einem Ligaspiel bei der Westtribüne. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt fast bei unserem Plätzen bei W16. Heute gibt es eine kleine Überraschung. Eine Abonnentin namens Josi guckt sich wirklich jedes Video an und sie weiß nicht, dass wir heute sehr nah bei ihr sitzen. Also ich habe mit ihrem Papa geschrieben und ja, sie weiß von nichts. Wirklich eine kleine Überraschung und ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Wir gehen zu unseren Plätzen. Let's go. Boah, nach Monaten wieder im Niedersachsenstadion. Nils, wie fühlst du dich? Ich war ja zwischenzeitlich einmal hier, hatte ein kleines Intermezzo mit der DFB-Damenelf. War die Stimmung anders, aber es war natürlich schön, das Niedersachsenstadion zu sehen. Und ich bin noch heiß auf heute und auf die Heimspiele. Genau. Und ich möchte euch noch mal was sagen. Hamburg Sea Devils, ne? War das, Nils? Hamburg Sea Devils haben hier Football gespielt. Und ihr seht hier schon den ganzen Rasen. Leider, ja, sieht das nicht so aus, wie es aussehen sollte. Bevor ich es vergesse, einige wollen hier noch begrüßt werden. Da haben wir in unserer Startaufstellung im Tor
Hannover Zone. In der Innenverteidigung Salatuto, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, da haben wir Lusso, Lordheim, Zoe, Herren, rechter Verteidiger. Da haben wir im Zentrum Jay, Nick Kaiser, auf den Flügel haben wir Niklas 17, Colin 1896 und im Sturm haben wir Ilias, der heute auch hier ist. Ich weiß nicht, ob ich Christi gesagt habe, als zentraloffensiven Mittelfeldspieler. Grüße gehen raus. Und nochmal zur Erinnerung, wir haben eine Kick-Tipp-Runde gestartet. Ich blende es hier oder hier irgendwo ein. Und der Link wird in der Beschreibung sein. Meldet euch da gerne an. Tippt mit uns mit. Der Erstplatzierte wird auf jeden Fall ein tolles Geschenk bekommen. Ich werde es noch nicht verraten. Wie gesagt, guckt in die Beschreibung, da habe ich es verlinkt. Ihr seht, unsere Plätze sind immer noch leer. Josi, na? Wie geht's dir? Alles gut? Hi, hi. 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 Ihr seht euch zum ersten Mal, ne? Zum ersten Mal. Was sind die? Bisschen schockiert, aber wir sitzen neben Josi. Wie wirklich jeden Blockbuch. Heute beim Jubeln müssen Sie sehen. Hätte ich so gefasst. Dort drüben sieht man die Jahren Regen. Dort drüben sieht man die Jahren Regenbogen. Regenbogen? Regensburg! So. Dort drüben sieht man eben die SSV Jahren Regen. Alter Scheiße! Ich kann Regensburg nicht aussprechen. SSV Jahren Regensburg. So, jetzt aber. Vierter Versuch. Dort drüben sieht man die SSV Jahn Regensburg-Fans. 300, 400 Stück circa an der Anzahl. Liebe 96-Fans, es ist soweit. Und die Mannschaft gehört zum Programm. Das ist die Josi, wo sind die Pyros? Ach, da vorne. Yeah.
Weltmeister. Genau.
Marc, du kannst dich beruhigen, im Tor ist ein Weltmeister. Sehr schön. Ich bin jetzt von 180 ganz lang runter. Weiter, weiter! Heute kann dir wirklich alles passieren. Alles gut, wir haben einen Weltmeister. Alles gut. Tschüss. Liebe Zuhörer, das war der erste 45 Minuten zur Halbzeit für die Mannschaft. Hannover hat sich gegen die Hannover gibt es nun auf dem grünen Verlust des Superschlusses jetzt von einem Vorbild. In der 67. Spielminute von der Magie von der ersten Halbzeit ist nicht zu sehen und Regensburg wird immer mutiger. Thank you.
Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt von mir und Nils, dort blende ich unsere Hannover Challenge ein. Das könnt ihr euch angucken. Da versuchen wir, alle Vereine aus Hannover zu besuchen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.